Wir sind ja noch ganz am Anfang, ey. Wir sind noch ganz am Anfang. In Finistan. Finistan ist heute gegründet worden erst. Und sieht schon richtig schön aus. Gefällt mir. Freue mich, dass wir den Absprung geschafft haben, dass die Stadt läuft. Also, ja, noch nicht, weil, ne, ich sag mal, solange wie da noch der Pfeil nach unten geht, haben wir den Absprung tatsächlich noch nicht geschafft. Wir haben immer noch 100.000 Miese, aber, ich glaube, das wird, ne? Guck mal, die Leute sind begeistert. Die Leute sind begeistert. Wir brauchen schon wieder mehr, Wohngebiete. 777. Yay. Schöne Bevölkerungszahl. 778. Boah, wir kratzen bald an der 1000, ne? Schon krass. So. Jetzt wollen sie natürlich auch wieder Gewerbegebiete. Natürlich. Ach, Mann, Mann, Mann. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal vorweg, sollte es so laggen. Das wird jetzt die ersten Folgen so sein. Ich muss dann vielleicht nochmal an den Grafikeinstellungen rumschrauben. Mal gucken. Ich weiß es gerade noch nicht so ganz. Bachstraße? Ist die neu? Yo, die Lilienthalstraße ist weg. Och. Die Lilienthalstraße. Och, unsere älteste Straße. Ach nö. Aber die Amselstraße hat sich vergrößert. Welche Straße nie weggeht, ist die Wagnerstraße, weil... Ja, das wird nie passieren. Oh, wir brauchen Gewerbegebiete. Dann machen wir die doch. Dann wollen wir die doch mal machen hier. Einmal Straße. Straße, Straße, Straße. Von hier nach da. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier Gewerbegebiete hin. Dann läuft der Lachs doch wieder. Ich will eigentlich schon noch die dritte Stufe erreichen heute. In dieser Aufnahmesession. Ich würde sagen, wir machen noch bis zur dritten Stufe und dann würde ich erstmal, ja, Obuventnitschisch hier, die Firma da oben, die ist auch schon ziemlich lange dabei. Seit Anfang an. Umspannwerk. Das ist auch interessant. Da werde ich mich auch nochmal mit befassen müssen. Das hier gefällt mir nicht. Aber ich will jetzt hier auch nicht noch eine Straße reinbasteln. Ach, Lydia Preuß, was ist denn los? Ja, vielleicht machen wir hier unten mal eben eine neue Arztpraxis. Ich weiß nicht. Ist das eine gute Idee? Eigentlich ist die Gesundheitsfürsorgeverfügbarkeit noch ganz gut. Hey buddy, those sure are nice shoes. Thanks. Schon wieder die Werbung da. Oh, that's some fine stitching. Take them off, let me see. Well, all right. Eigentlich ist sie gut. Weißt du was, wir machen die einfach noch etwas größer. Nein, ich will kein... Nein, stopp, ich will kein... will das nicht größer machen. Krankenwagendepot. Oh, guck mal.
Was ist denn da schon wieder für eine Musik da? The Second Moon. You're back. A housing shortage. Interesting. City of Green, Klaus Heike. Mhm. An unserem Standort in Amselstraße 370 gibt es hier noch jede Menge freie Lagerfläche. Kontaktiert uns jetzt. Ist immer interessant, was da so steht. Ich fand das schon in City Skylines 1 immer cool. Ah, die Straße hier ist auch schief. Wir haben schiefe Straßen, das gefällt mir irgendwie nicht so, aber kann ich jetzt gerade so nicht ändern. Ich will halt ein bisschen vermeiden, dass wir so viele Kreuzungen haben. Wie ist denn der Verkehrsfluss aktuell? Ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr nachgeguckt. Ah, guck mal. Ah, wie sieht's denn in unserer Sorgengasse aus hier? Ja, wir müssen echt gucken. Alternativrouten brauchen wir eigentlich noch. Man kommt ja auch nur hier hinten hin über diesen Weg hier. Aber man kann auch hier lang fahren. Und man kann auch hier lang fahren, um da hinzukommen. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viele Kreuzungen am Ende haben. Also hier unten ist schlecht. Wir können ja mal Ampeln machen noch. Ampeln. Hä, aber man kann ja nirgendwo sonst Ampeln machen. Jede Menge Freizeit, yay. Ach ja, ach Mann, das Spiel ist so schön. Ich mag das voll. Also mir gefällt das Spiel jetzt schon. Erster Eindruck nach fast 2 Stunden jetzt, würde ich wirklich sagen. Definitiv ein schönes Spiel. Oh, wir haben schon wieder eine schiefe Straße da. Ich mach hier so, da kann man dann um den Friedhof herum wohnen. Ob das jetzt jemand will, das weiß ich nicht. Das muss jeder selber für sich selber entscheiden hier. Ah, wir machen immer noch sehr, sehr viel Minus. Oh, die Ausgaben. Oh, Leute, die Ausgaben. Über 400.000 Ausgaben. Sind wir doch zu schnell groß geworden? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Und wir sind immer noch im Januar 2023. Guck mal, ich kann ja mal ganz schnell, hier, guck mal. Oh, guck mal, da ist noch so ein großes Gebäude gekommen. Noch so ein großes Gebäude. Boah, guck mal, wir haben jetzt schon 3 große Gebäude. Das sind ja diese mittleren, mitteldichtigen Gebäude. Mitteldichtigen, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Wohnnachfrage nach mittlerer Dichte. Ja, wir hatten vorher mal diese Reihenhäuser. Wir könnten natürlich jetzt hier die Straße auch komplett von den Reihenhäusern befreien und dafür diese dicken, fetten Teile hinstellen. Aber weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Reihenhäuser mit mittlerer Dichte und Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. So, machen wir da noch hin.
Was eigentlich Schwachsinn ist, weil gerade ist die Nachfrage gar nicht da. Gerade ist keine Nachfrage da. Boah, Leute, guck mal hier. Wir brauchen Parkplätze, ne? Brauchen wir Parkplätze? Kann ich Parkplätze freischalten? Nee, leider nicht. Aber würde ich vielleicht beim nächsten Mal gucken, weil irgendwie gefällt mir das hier unten überhaupt nicht. Guck mal, wie viele Autos da am Straßenrand stehen. Das ist ja fürchterlich. Das kann ja so nicht bleiben. Das kann ja so nicht bleiben. Ja, vielleicht mal so, wenn jetzt noch nichts in den Kommentaren ist, kann ich jetzt natürlich noch nicht sehen, was in den Kommentaren so steht. Oh, guck mal, da ist wieder ein Haus aufgestuft. Ob überhaupt was in den Kommentaren steht. Es ist ja jetzt mal was ganz Neues, dass wir ein Spiel spielen, was nicht... Ne, bisher hatten wir immer so ältere Spiele. Spiele, die vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat. Glaube, wenn die Folge rauskommt... sind alle Projekte, die jetzt gerade noch laufen, auch weiterhin noch am Laufen? Ne? Also, das Problem ist, was ich immer habe, ist so, ich will mal alles auf einmal spielen. Ne? Also, das ist das Problem. Ich will mal alles auf einmal spielen. Und als jetzt City Skylines 2 rauskam, dachte ich, oh ja, aber du hast auch noch so viel anderes, was du gerne spielen möchtest. Und das ist immer so das Problem, was ich hab. Oh, die Hauptstraße. Guck mal, wie... Oh, die Hauptstraße. Oh, lol. Wie groß. Die geht bis ins Industriegebiet. Boah, wir haben gleich 1000 Leute in der Stadt. Wir müssen, brauchen wir wieder mehr Gewerbegebiet? Vielleicht schließen wir das hier mal eben unten ab. Boah, das gefällt mir überhaupt nicht hier mit dieser Straße, ne? Sorry, aber... So, jetzt werde ich dann doch mal die... So, die zweispurige, die wird natürlich wieder größer gemacht. Vierspurige Straße mit Trennwand. Was macht das? Macht das Sinn? Fünfspurige asymmetrische Straße. Ne, wir bleiben bei der vierspurigen normalen Straße. Noch weiterhin. Und da machen wir, warte mal, dann nehmen wir das so und machen das so. Nein, stopp, halt. Was hast du denn vor? Boah, das ist so krumm und schief hier. Wenn wir mal irgendwann dann eine größere Stadt haben. Abbruchreif. Dieses Gebäude steht in der falschen Zone oder außerhalb des Zonenrasters und wird demnächst abgerissen, okay? Warum? Weiß ich auch nicht. Okay, wir brauchen noch 150 Punkte. Dann kann... Können wir... Ja gut, wir haben jetzt einmal so ein schiefes Dingen. Mittleres Dorf, yay, cool. Wir haben es geschafft. Mittleres Dorf, gratuliere. Du schlägst dich wirklich großartig. Meilenstein 3 freigeschaltet. 800.000 Geld wieder erhalten. 3 Dingens Erweiterungspunkte, glaube ich. Und wir können jetzt wieder 5 Gebiete mehr draufpacken. Aber das machen wir erstmal nicht. Will das erste Gebiet erstmal fertig bauen. Als nächstes kommt großes Dorf, da brauchen wir jetzt das Doppelte, fast das Doppelte an XP. Oh, EP, nicht XP. Ja, und wir können jetzt Feuerwehr und Polizei bauen, cool. Würde ich gleich mal hier hinsetzen, gleich in die Hauptstraße. Ist wichtig. Wenn es nämlich dann mal doch brennt, dann sind die da und können uns helfen. Die Polizeistation können wir gleich hier im
gleich neben der Feuerwehr machen. Nur müssen dann die Leute da hinten ausziehen. Ja, Pech. Ganz ehrlich. Mir ist die Polizeistation da doch wichtiger als Wohlbefinden der Leute. Garagenerweiterung. Mehr Platz für Polizeiwagen. Ah, aktuell noch nicht. So, was haben wir hier? Ach, jetzt können wir Bezirke machen. Und wir haben Industriespezialisierung. Spezialisierte industrielle Bereiche für die Extraktion, Sammlung und den Transport natürlicher Ressourcen. Ah, cool. Das ist cool. Was ist das hier? Wartet auf Leichenwagen. Oh. Da ist jemand gestorben. Schade. Passt ja gerade die Musik zu, ne? Ja, die Ausgaben sind leider immer noch ziemlich hoch, aber das ist halt leider so, ne? Dienstleistungen, Straßen, Budget. Oh Gott, Leute. Gesundheitsfürsorge. Gebühren 100. Ah, lass ich jetzt erstmal. Guck mal, der Leichenwagen war schon da. Hat die gute Person abgeholt. Wie viele Leute liegen da so? 6 Verstorbene insgesamt in der Stadt. Bei der Bevölkerungszahl von 991 geht das noch. Ach Leute, Beschwer. Cynthia Richter, dann zieh doch weg. Ganz ehrlich, wenn dir die Gesundheitsversorgung, die bei uns in der Stadt eigentlich tadellos ist, nicht gefällt, dann geh doch. Dann geh doch weg. Ganz ehrlich. Dieses Gemeckere hier jedes Mal. Ständig. So. Okay, wir können jetzt tatsächlich auch so landwirtschaftlicher, jetzt labert er wieder so, warte mal ganz kurz. Würde ich vielleicht hier hinten machen. Aber, ich würde jetzt an der Stelle vielleicht dann doch mal eine kleine Aufnahmepause machen, weil ich merke gerade auch, ich habe nämlich den Fehler gemacht, ich habe mir nichts zu trinken hier neben hingestellt. Deswegen habe ich jetzt schon so ein Pappmaul, weil ich die ganze Zeit am Quatschen bin. Ich würde einfach sagen, das soll jetzt erstmal die erste Aufnahmesession gewesen sein. Ich werde sehen, in was für Parts ich die Folgen schneide, wie viele Folgen das dann im Nachhinein werden. Ich muss sagen, so für die erste Folge, für die erste Aufnahmesession, erste Folge. Klar, erste Folge, 2 Stunden. Für die erste Aufnahmesession hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich werde das auf jeden Fall auch weiterspielen. Also keine Sorge, hier geht's weiter. Und unsere Stadt wächst ja auch von Mal zu Mal mehr, ne? Also es ist ja wirklich Wahnsinn hier, unsere Mülldeponie, die einfach alles verschlingt in dieser Stadt, gefühlt. Ist da jetzt eigentlich schon was am Liegen? Nee, immer noch nichts. Die Leute haben immer noch nichts mit Müll zu tun. Leute, vielleicht wird das aber auch sofort verarbeitet, aber eigentlich bei einer Mülldeponie wird das nicht sofort verarbeitet. Oh, wir haben die magische Grenze von 1000 Bevölkerungszahl erreicht. Ja, ich würde aber jetzt immer sagen, das soll die erste Aufnahmesession gewesen sein. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht, also das Spiel macht wirklich super viel Spaß und ich freue mich einfach auch wieder in City Skylines drin zu sein, das... Ach, ich weiß nicht, ob wir die Stadt hier halten können. Das mittlere Dorf. Ja, es ist ja noch ein Dorf. Es ist ja noch keine Stadt. Mal schauen, ob wir das hier halten können. Wie wir das halten werden. Ich will auf jeden Fall auch noch... Ich habe früher bei City Skylines 1 auch immer so runde Straßen gehabt. Ne? Also wirklich so... Und dann stand da Bürogebäude und alles. Ah, ja, das ist... Ja, das will ich auf jeden Fall... Das will ich auf jeden Fall. Ja. Holger Kowalski.
Ja, aber ich sag jetzt einfach mal, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn... Oh. Okay, Probleme, nicht genügend Kunden. Ja, aber die wollen doch mehr Gewerbegebiete hier. Okay. Das sind aber Probleme, mit denen wir uns dann bei... mit denen wir uns dann beim nächsten Mal beschäftigen, wenn ich dann wieder aufnehme, bei der nächsten Aufnahmesession. Denn jetzt werde ich erstmal schneiden und, ja, ich habe auch noch ganz viel anderes. Ich muss auch noch Oblivion aufnehmen, tatsächlich. Schon wieder. Muss ja auch immer gemacht werden. Aber, naja. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Beziehungsweise ihr könnt jetzt ja erstmal die ersten Folgen genießen. Und hoffentlich gefällt euch das Projekt genauso wie mir. Mir gefällt das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich mache mal auf Pause hier. Wenn ich jetzt noch ganz kurz jetzt tatsächlich dann doch eine Abmoderation mache. Ja, ich sage aber mal bis zum nächsten Mal und ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Werde jetzt erstmal was trinken und was essen und dann geht es weiter mit, ja, mit Schneiden und hast du nicht gesehen. Habe ich schon längere Zeit nicht mehr gemacht, geschnitten. Musste ich ja nicht, weil bei den anderen Projekten geht das alles etwas anders. Ja, aber ich bin erstmal raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.